Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pain Get Up Marathon. Marathon, genau. Marathon ist es immer noch, aber es ist halt jetzt Black Edition. Doch, Black Edition. War nicht ganz falsch. War nicht ganz falsch. Gott, bin ich doof. So, also Black Edition, liebe Leute. Pain Get Up, und wir sind kurz vorm Ende. Na, Gott, kurz davor. Jetzt nun auch nicht. Aber wir sind im letzten Kapitel, liebe Freunde. Wir sind im Kapitel 5. Und es sind, glaube ich, noch so rund 4 Level, die wir erledigen müssen. 4 Level, liebe Freunde. Und nach den 4 Level haben wir es geschafft. Dann ist die Black Edition vorbei. Und dann geht es darum, die anderen 4 Teile vom Pain Get Up zu spielen. Und dann haben wir das den Marathon auch hinter uns gebracht. Ich freue mich. Und es geht los. Geht wie so auf dem Jahrmarkt. Noch eine Runde, noch eine Stunde, liebe Leute. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ab heute jetzt extra gratis für die Mädels. Ja. Au. Was macht ihr da? Das tut doch weh. Da ich es gerade sehe, liebe. Ach, die Rahmen sind ja cool. Die machen Aua. Die sind ja cool. Gerade gefällt mir die Musik sehr. Auch wenn ich kein auf Hardrock eigentlich gar nicht stehe. Gerade ist sie auch echt schön. Gerade gefällt sie mir sehr. Also wir sind in Venedig, liebe Kinder. Venedig. Venedica. Das Land der Tauben und stinkenden Flüsse. Also wer schon mal in Venedig von euch war, bitte mal melden, in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, dass dieses Land ist ja kein Land, diese Stadt extrem stinkt. Also, man kann ja, Venedig ist ja echt schön, muss man sagen. Also, Venedig hat eine so eine schöne, ah, das ist ein Rocker. Jetzt verstehe ich, was das ist. Jetzt verstehe ich überhaupt erstmal, was das ist. Ob die Raben auch mich angreifen? Au. Ich will die Seelenwünsche mal einsammeln. Ich habe da gar keine einzige Seele eingesammelt. So. So, geschafft. Also, wer von euch war mal in Venedig, der Stadt der 1000 Brücken? Übrigens, Trivia, Venedig hat nicht die meisten Brücken der Welt, das hat Hamburg. Hamburg hat die meisten Brücken der Welt. Und, aber nur mal kurz dazu, also Venedig ist eine richtig schöne Stadt, wenn es um Architektur, um diese alten Gebäude, diese Schönheit der Stadt geht. Obwohl sie sehr, wieder sehr ins kommerzielle Tourismusgedönse geht. Weil, da fast an jeder Ecke gibt es ein McDonald's oder ein Burger King. Ja, in Venedig. Aber diese Stadt, die stinkt wie zum Himmel. Das ist echt grausam, wenn man mal in Venedig war, weil die Flüsse, die sich halt komplett durch die Stadt ziehen, stinken sehr, weil sie voller Kloake sind. Sie sind sehr verschmutzt. Es ist sehr schmutzig. Habe ich hier gerade eine Rabe getötet? Ups, das wollte ich doch gar nicht. Die helfen mir nämlich, sind echt cool. Auch wenn ich mich frage, was die machen. Aber egal. Sehr verschmutzt und es ist allgemein, liegt in den Flüssen extrem viel Dreck rum. Also in Deutschland hätte es das nicht gegeben. In Deutschland wäre sich darüber schon längst beschwert worden. Zumindest wäre dagegen schon was gegründet worden oder so. Okay. Hier komme ich nicht lang. Ah! Hier komme ich nicht ans Nächste. Was ist das? Ah! Neue Gegner! Tut doch weh! Mensch! Also wie gesagt, also Venedig ist wirklich sehr viel Dreck. Es ist sehr unsauber dort, es ist sehr schmutzig. Und, erschrocken.
wenn man mal dort sein sollte, was ich auch trotzdem, auch wenn es stinkt, jedem empfehle, mal nach Venedig zu fahren. Weil, es ist trotzdem eine sauschöne Stadt. Also diese Gebäude der Renaissance und so weiter, sollte man sich unbedingt anschauen. Vor allem, wenn man Assassin's Creed gespielt hat. Vor allem die Ezio Auditore-Teile. Da gibt's ja, ist man ja auch, glaube ich, mal in Venedig. Bin mir da relativ unsicher, also bitte in die Kommentare schreiben, falls ich mich irre. Falls man in irgendein Assassin's Creed-Teil der Ezio Auditore Trilogie nicht in Venedig sein sollte, bitte mal in die Kommentare schreiben, ich weiß es gerade nicht, aber man bin mir relativ sicher, dass man das mal ist. Und, also ich empfehle es jedem. Es ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön dort. Und, aber es wie gesagt, bitte Gasmaske mitbringen und vielleicht noch einen Beutel, dass man ein bisschen Schmutz aufsammeln kann, damit das, damit man die Stadt trotzdem. Das wollte ich so. Das wollte ich. Dass man der Stadt ein bisschen helfen kann, dass sie sauberer wird, weil, wie gesagt, sie kriegt es auch nicht hin. Außerdem sollte man unbedingt in Venedig einen Regenschirm oder einen Sonnenschirm mitbringen, da da es in dieser Stadt extrem viele Tauben gibt. Es ist auch faktisch verboten, die Tauben zu füttern. Das tun trotzdem sehr viele Leute. Als ich mal in Venedig war, habe ich da auch was, habe ich da auch jemanden fotografiert, wie er gerade Tauben illegalerweise füttert. Also nicht verfüttert, sondern ihnen Futter gibt. Die waren wir doch schon mal. Oh, das kann ich ganz snipermäßig machen. So macht es eine Gauz. Was wollte ich sagen? Also, na komm. Komm, bleib stehen, bleib stehen. Was macht denn der da? Obszöne Szenen. Schwein. Entschuldigung. Bin etwas angeschlagen. Was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, also es sind sehr viele Tauben. Es ist verboten, sie zu füttern. Ja, ich glaube, jeder kann sich denken, was viele Tauben bedeuten. Sehr, sehr viel Vogelscheiße. Und, yes. Ja, man wird manchmal angekackt. Ich nicht. Ich hatte Glück. Ich hatte extrem viel Glück. Ich wurde nicht getroffen. Ich bin davon sehr gut verschont geblieben, aber es hat einige erwischt, vor allem meine Lehrerin, meine alte ehemalige Klassenlehrerin, die an dieser Stelle gegrüßt hat, wo sie es nicht schauen wird, wurde leider getroffen. Und wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Muss ich denn jetzt hin? Verstehe ich nicht. Also meine Lehrerin wurde getroffen. Und, ach hier. Und, was sehr lustig ist. Also sie hat's wirklich, sie hatte echt kein Glück gehabt mit den Vögeln, mit den Tauben. Aber, wie gesagt, also ein Besuch ist Venedig jedes Mal wert. Achtet auf die Tipps, die ich euch gegeben habe. Dann kann euch eigentlich nichts passieren. Wenn ihr keine Tauben füttert. Wenn ihr den Gestank aushaltet, wenn ihr einen Sonnenschirm, Regenschirm oder sonstige Schutzbekleidung euch anzieht. Ein Schutzanzug an sich muss übrigens nicht sein. Ich glaube, das wäre etwas übertrieben, aber man weiß ja nie. Gibt ja welche, die haben Angst vor Vogelscheiße. Gibt es eigentlich eine Angst? Der Angst vor Vogelkot? Schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, dass. Und bitte nicht bei Wikipedia schauen. Ich will euer eigenes Wissen wissen, auch nicht nett. Gibt es eine Angst vor Vogelkot? Oder davor angekotet zu werden? Muss es doch geben. Es gibt für jeden Scheiß, man möchte den Scheiß nennen gleich, für jeden Spaß gibt es ja ein, ich habe vergessen, mein Laptop übrigens anzuschließen an den Strom. Egal, gibt es ja übrigens eine Angst. Also in der Hinsicht ist es echt nichts Neues. Komme ich hier noch lang? Sieht so aus. Na, hier war ich ja schon, oder? Ich glaube schon. Ja, wie gesagt, schreibt auch ihr mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen. Ups, das ist echt nicht.
wie eure Erfahrungen mit Venedig sind. Wart ihr schon mal in Venedig? Wenn ja, wie war's? Wie fandet ihr's? Könnt ihr mir zustimmen, wenn es um Geruch... Was? Hat's bei euch auch so gestunken? Und, ja. Könnt ihr Venedig weiterempfehlen? Das wäre so. Schreibt's in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr da Erfahrungen gesammelt habt. Ich sammle währenddessen mal netterweise hier... Die Vögel passen übrigens wirklich, aber das sind ja Raben, die sind ja nicht so schlimm. Im Venedig sind ja mehr Tauben oder nur Tauben unterwegs. Willst du mich? Ja, wieder nicht. Weißt du, ich mag den Soundtrack gerade sehr. Warum auch immer, ich bin echt kein Fan davon. Von diesem... Von diesem Metal. Schreibt's, ob's Metal ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ich hatte echt keine Ahnung, wie gesagt. Ich habe von Musik nicht so die Ahnung. Ich höre am liebsten, ja, eher so den Elektrobereich. Ups. Ja, das böse Dubstep höre ich gern. Aber ich höre auch gern Pop. Manchmal Rock. Also ich höre eigentlich, ich bin nicht so wirklich starr auf irgendeine, auf irgendeine Weise, verstrengt, also dass ich nur ein Genre höre zum Beispiel, sondern ich höre eigentlich das, was gut klingt, sagen wir es mal so. Ja, manchmal recht Mainstream-Zeug, aber Mainstream muss ja nicht unbedingt schlecht sein, liebe Leute. Ist ja nicht unbedingt das Schlechteste. Ich muss auch mal auf die Uhr gucken, wo ich mich hier verlaber. Ah, wir sind in einem Glockenturm. So wie man es hört. Und jetzt läuft irgendwo noch ein Gegner rum, aber wir sehen ihn nicht. Scheint nur irgendwann zu kommen. Soll uns ja nicht stören. Wie gesagt, was hört ihr gern für Musik? Schreibt es auch in die Kommentare. Machen wir so eine kleine Kommentarrunde. Was hört ihr gern für Musik? Das würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Hey, bleibt stehen. Warum bewegt ihr euch? Na, komm. Haha. Getroffen. Schnaps gesoffen. Hab dich kaltblütig erschossen. Boah. So, das war's von meinem Venedig-Reisebericht. Mach's mal so. Wo wart ihr? Oder welche Länder wollt ihr mal gerne besichtigen? Wo wart ihr gerne mal? Wo wart ihr gerne mal? Gott, mein Deutsch ist auch toll. Na, wer bist denn du? Na, wer bist denn du? Na, wer bist denn du? Tot bist du? Haha, tot bist du? Ja, interessiert ihn auch nicht, wirklich. Ja, ich laber gerade irgendwie Mist. Wo ist er denn? Na, wer bist denn du wieder? Oh Gott, ich bin ein bisschen müde. Bin sehr müde in letzter Zeit. Das als Nusskaffee. Ich sollte mir einen Kaffee gleich mal machen. In der nächsten Folge. Ich nehme ja gerne immer so ein Stück auf. Aber ja, also... Wo ist hier noch ein Gegner? Bin etwas müde in letzter Zeit. Kann auch am Wetter liegen, weil jetzt ist es wieder sehr warm. Obwohl gerade draußen, wenn ich gerade aus dem Fenster mal schaue... Ja, ich habe ein Fenster. Verrückt! Verrückt! Ah! Das wollte ich nicht. Verrückt, ich habe ein Fenster. Wer glaubt's? Wer glaubt's? Aber da sieht es sehr... Ah! Gott! Was denn du mit sich hier? Kommst du mir entgegen? Der fällt. Der läuft. Seele, 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 Seele. Komm her. Danke. Was wollte ich sagen? Ja, also, wenn ich aus dem Fenster gucke, da ist es vom Wetter her ziemlich öde. Und, nicht cool. Gar nicht schön. Und deswegen, was wollte ich sagen? Na ja, komm, mein Gehirn. Wo ist denn hier noch ein Gegner? Da! Ah, das kann ich auch so machen. Na, haben wir es geschafft. Wunderbar. Wunderbar. Ich dachte, das hat nie aufgehört. Also wie gesagt, also draußen ist gerade ein bisschen düster, es glaube ich, wird bald gewittern. Scheiße, auf keine Seele mehr einsammeln. Wird bald gewittern.
Und so wie es aussieht, ich liebe Gewitter übrigens sehr. Aber es ist immer so wechselhaft, so sehr arg wechselhaft. Das mag ich ja gar nicht. Wenn es am Anfang sehr kalt ist oder sehr warm, wie jetzt in letzter Zeit, und dann plötzlich wieder sehr warm oder wieder sehr kalt und so, dieses Wechselhafte, da macht mein armer Organismus nicht mehr so mit. Da bin ich sehr, sehr anfällig für solche Sachen. Aber liebe Leute, das war die aktuelle Folge von Painkiller Black Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, was ich euch alle gefragt habe. Ich hoffe, wenn ihr nichts mehr wisst, was ihr schreiben sollt, dann haut euch die Folge nochmal an. Ich würde mich auf einen Daumen nach oben und einen Like und Abonnenten freuen, wie immer. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt: Ballern durch Venedig, der Stadt der Tauben. Bis dann und Schalli, tschüss.